Hallo meine Lieben, heute habe ich ganzen Tag an Pfannkuchen denken müssen, also mussten die heute her. Am liebsten essen wir Pfannkuchen mit Schmand und Marmelade, ich habe hier Himbeermarmelade. Ansonsten wird es auch gerne mit Schokolade gegessen, mit Knoblauchcreme oder einfach so, sind sie auch wunderbar. Das Besondere daran ist, dass die Pfannkuchen mit viel Quark gemacht sind. Die schmecken da richtig quarkig und richtig schön angenehm. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen. Bitte abonniert meinen Kanal und so sieht's aus. Wir brauchen dafür dreimal Eier. 250 Gramm Mehl, dann brauchen wir 5 Esslöffel Pflanzenöl, wir brauchen 300 ml kalter Milch, wir brauchen 100 Gramm kalter Butter, 250 Gramm Speisequark, 1 Esslöffel Zucker, einen gut gehäuften Teelöffel Salz und 1 Esslöffel Backpulver. In die Eier kommt der 1 Esslöffel Backpulver. So, dann ein gut gehäufter Teelöffel Salz und ein Esslöffel Zucker. Das Ganze wird jetzt mit dem Mixer gut schaumig gerührt. Nun füge ich die ganzen anderen Zutaten bis auf die Butter. Die Butter brauchen wir später zum Bestreichen der Pfannkuchen. So, 5 Esslöffel Öl. Dann haben wir 250 Gramm Quark, das Mehl und die Milch. Jetzt wird das Ganze wieder umgerührt. So sieht der Teig aus. Der ist bereit. Jetzt geht's weiter. Die Pfanne heizt gerade auf. Jetzt trotz dessen, dass ich Öl in dem Teig habe, mache ich ein bisschen Butter auf die Pfanne. Und nun kommt der Teig. Und ich versuche ihn so dünn wie möglich hier auf der Pfanne zergehen zu lassen hier. So. Genau. Das war jetzt eine Kelle. Mit Hilfe eines Wenders gehe ich drunter und drehe das um. Jetzt schaue ich mal, ob es unten gut ist. Ja, der ist fertig. Jetzt gleitet er gerade so runter und der nächste ist dran. Ich mache vor jedem Pfannkuchen etwas Butter drauf. So. Wunderbar. Und auf jeden Pfannkuchen kommt auch noch etwas Butter drauf. Wenn schon Kalorien, dann schon richtig. In Ida Oberstein habe ich mal 2 Tage Urlaub gemacht und da gab es ein Geschäftchen, ein Restaurant, wo man Pfannkuchen essen konnte, belegt mit verschiedenen Sachen. Und der Hit war dort, Pfannkuchen belegt mit so einer leckeren Knoblauchcreme und Salat drüber. Die Knoblauchcreme, die macht man mit Schmand, hier habe ich schon. Dann ist ganz wichtig der Knoblauch. Ich nehme ein sehr großes Knoblauchzehe. So. Schmand ist eine Packung 200 Gramm. Dann mache ich Salz drüber. So ein Teelöffel müsste erst reichen. Und Pfeffer. Das Ganze umrühren.
Jetzt probiere ich mal, ob das mit dem Knoblauch reicht und mit dem Salz. Also da hat wirklich jeder kennt diesen Laden. Da haben uns zwei Leute empfohlen, dahin zu gehen, weil es das so lecker ist. Das war auch wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt probiere ich mal, wie das mit dem Salz ist. Super. Dann wurde einfach ein Pfannkuchen genommen. Darüber wurde schön großzügig die Creme verteilt. Und über die Creme kam ein ganz gewöhnlicher gemischter Salat. Ich weiß noch, dass da auch Bohnen dabei waren. So wurde es uns gereicht. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten mit dem Dressing. So wurde es uns gereicht. Super lecker, kann ich jedem mal empfehlen, so zu probieren. Wird dann mit Gabel und Messer gegessen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr backt das mal nach. Und bis zum nächsten Video. Aber nicht nur wir sind wir verrückt nach Pfannkuchen, sondern auch unsere Hunde.